Wieder um die Ecke, komm. Na komm doch ran hier, hier bin ich doch. So. Ey. Wär nicht so aggressiv, mein Freund. Und du auch nicht. Mist. Na gut, dann machen wir den hier. Weiß ich's gerade so anbietet. Mist. Ja, ich weiß schon. War nicht so gut, mein. Was denn? Ach, wir kommen auch nochmal hier. Wir metzeln uns hier einfach mal durch. Na so. Ah, das war gut. Gleich zwei Söldner. Wo denn? Hier, ich helfe dir, komm. Ich helfe dir doch. Hey. Nicht so. Nein. Ich glaube für dich, ja. So, haben wir hier ordentlich... Haben wir vielleicht schon ein Siegel geholt, nicht? Schade, kein Siegel. Gibt es hier noch was? Für uns? Oh, hier drinnen ist viel. Hier darinnen. Oh, hier leuchtet's aber. Das muss die Truhe sein, die Xenia haben will. Hey. Die Truhe haben wir schon mal. Aber die Gefangenen. Wäre doch klasse, wenn wir die auch holen könnten. Das wäre doch super. Weil sie möchte gern die Typen auch haben. Wir holen uns mal unten da diesen Schatz. Hier, den da. Und ballern da mal kurz drauf. Und jetzt machen wir hier mal den. Okay, er ist ein bisschen aggressiver. Er könnte ein Siegel für uns haben. Falsche Stelle. Mist, das war die richtige Stelle. Mann, ist der aggressiv. Ja. Ja, wenn du schon so aggressiv bist. Ja, das könnte der Polymarch sein. Oh ja, Stentor. Ja. Mit dem hat man schon öfter zu tun. Komm, Hauptsache du hast ein Siegel für mich. Ah, er ist schon ganz schön aggro. Mist. Aber der brennt nicht weg, du. Der ist immun gegen das Feuer. Jetzt aber. Stentor der Gefallene. Hast du? Kultistenhinweis nützt mir nichts mehr. Kultisten sind alle weg. Kommt denn jetzt noch so ein Hinweis? Haben die... Geht's denen noch gut? Ich will so ein spartanisches Siegel haben. Und ich will wissen, wo der Gefangene ist. Hm. Ich würde gern wissen, wo der Gefangene ist. Oh, da hinten ist noch die Schatzkiste. Die holen wir uns noch. So, und dann den. Einmal hin. Einmal zurück. Mist, zu weit weg. Zu weit weg. Mist. Wo kommst du denn her? Mein Freund. Nee, müsst ihr doch noch nicht. Aua. Hat er uns erwischt. Oh, noch mehr. Man, ist hier irgendwo Treffen der anonymen Schwert?
und Schildträger. Da müssen wir uns durchmetzeln. Das hilft alles nichts. Komm, wir machen nochmal den hier. Zur Entspannung. Gehen wir uns ein bisschen in uns. Dann haben wir den mal einen Satz. Ja, das war's. 916 EP. Mann, das wird so nichts. Ich muss hier mal ein bisschen... Aua. Aua. Ach, Jungs. Das ist schon Wahnsinn. Das sind ganz normale Krieger. Und jetzt bei Level 93 sind die echt mega hart geworden. Aber wir sind dadurch auch so hart geworden. Komm jetzt, ja. Schluss mit dir. Zeremonienstab. Immer noch jemand? Nee. Nee. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf dich. Au. Okay, du machst mich. Du machst mich wütend. Ha? So wütend hast du es. Du hast es geschafft, mich so wütend zu machen. So, jetzt gucken wir nochmal. Hier soll der Typ irgendwo sein. Nee, das ist zu weit. Hey, ich verstehe das nicht. Okay, da drüben ist noch einiges los. Da gucken wir mal da oben nach. Ja, wir gehen da mal hoch. Da ist ein Aufzug. Den schnappen wir uns. Komm hier hoch. Ja, hier bin ich. Da ist der Schatz, aber dieser Gefangene. Der muss hier sein. Erstmal holen wir den Schatz. Auf jeden Fall. Erst das Wichsige. Nein, Wichtige. Obsidian, ja. Ja, du. Ganz klammheimlich. So, hier oben. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn der nicht... Wer bist du denn? Oh, das ist der. Das ist der Polemarch. Na gut, den müssen wir uns holen. Ja. Komm, nochmal. Nochmal. Nein, das war nichts. 270.000. Ja, gut, dann. Ja, das ist auch gut so, dass du mich siehst. Wir sind halt kein Bogenschütze. Wir haben das alles nicht geskillt. Nicht den richtigen Bogen dabei. Wir sind so ein ganz einfacher Nahkämpfer. Mit ein paar kleinen Fähigkeiten. So, zum Beispiel dieser. Ja. Und jetzt gib mir, was ich möchte. Ja, spartanisches Siegel. Dankeschön, dass du es mir gegeben hast. Aber die Sache mit dem Gefangenen, ich habe doch jetzt nur wirklich... Da hinten waren wir da noch gar nicht. Da war ein Gefangenensymbol. Da war ein Gefangenensymbol. Das war zwar schon angekreuzt. Oder abgekreuzt, wie auch immer. Da gucken wir nochmal. Nee, ich renne jetzt hier mal durch.
Hier war irgendwo so ein Symbol von einem Gefangenen. Wo war das? Ich dachte... Ach, das war das. Nee, das war... Mist. Was denn? Nee, ich glaube, damit ist das Quest jetzt vorbei mit der Truhe. Schade. Sehr schade. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte den schon gerne befreit, aber jetzt haben wir das Quest zumindest fertig. Mal sehen, ob sie uns trotzdem jetzt noch nach den Gefangenen suchen lässt. Bin gespannt. Oh, du fliegst aber schön, wa? Mensch, verlorener Schlüssel. Danke. Kommen wir hier wieder raus? Ja. Lass uns nochmal die Beschreibung lesen. Ihre Mannschaft angegriffen, ihre kostbare zu und wenn möglich die gefangene Mannschaft zu retten. Wenn möglich. Aber es wäre ja möglich. Aber hier war nichts. Ich habe hier alles abgescannt. Und nirgendwo was entdeckt. Und Gefangenen... War das denn? Und Gefangenen... Na, wie sagst du schon? Gefängnisse meine ich. Habe ich keine entdeckt. Schade, 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 schade. Na gut. Hier sieht es sehr nach Gefangenenlager aus. Aber nichts. Schade. Halt. Hier auch nicht. Ja, Söldner, komm. Was ist das? Nix. Ist ärgerlich. Ja, hier waren wir gerade. Hier waren wir gerade schon. Ich gucke jetzt nur mal rein optisch. Ob ich irgendwo was... Was entdecke, was wie Gefangenenlager aussieht. Aber... Wie sie sehen, sehen sie nichts. Also ich glaube, ich hätte zuerst... Ja, hier kann ich sowieso keine Schnellreisen machen. Ich hätte zuerst nach den Gefangenen gucken sollen. Die Kiste in Ruhe lassen, wahrscheinlich. Ich bin mir nicht so sicher. Und nachdem man die Kiste gefunden hat, sind die anderen Optionen alle vorbei. Ich glaube, das... Klingt schlüssig. Deswegen auf zu Xenia hier. Ja, da ist er immer noch. Komm. Zum 10., 10. Mal. Schon wieder hier auf der Pirateninsel. So, Xenia, deine Leute sind leider weg. Du hast meine Truhe. Ich danke dir. Aber der Verlust meiner Leute schmerzt mich. Kaum etwas ist wertvoller als die Menschen, denen man vertrauen kann. Niemand hat nur eine Seite, mein Westwind. Stimmt. Genug geredet. Deine Zunge und deine Hände werden noch gebraucht. Dein Talent ist gefragt. Naja, gut. Ach, komm. Ja? Da kann ich aushelfen. Wunderbar. Legen wir meine Privatsammlung frei. Aber natürlich haben wir das nur für uns getan und nicht für Xenia. Nein.
Niemals. Oh, wir sind knapp auf der 94. Ganz knapp. Haben wir es jetzt geschafft mit 10 Jahren? Ist es jetzt... Es ist vorbei. Dankeschön. Also, Quests, wie sieht's aus? Ja. Die Reiter. Auf geht's nach Makedonien. Da haben wir ja schon ein bisschen was erkundet. Deswegen reisen wir hier zurück. Ja, huschi husch, da sind wir wieder. Und wir gucken uns hier unten mal um. Das Kopfgeld haben wir leider mitgenommen. Schade. Das ist schade, dass wir das Kopfgeld mitgenommen haben. Das hätten wir, glaube ich, da unten noch loswerden müssen. Nun ja. Das macht auch nichts. Ein paar Söldner. Phobos, Bewegung! Ja. Ein paar Söldner ein bisschen einzukürzen. Ich glaube, wir aktivieren vielleicht erstmal das Quest. Was haben wir hier Schönes? Potaidaya. Lagerhaus von Potaidaya. Ja, ich reite doch schon weiter. Mann, ich will doch nur mal die Reiter kommen lassen. Na? Ja, und das sind wir. Sind wir schon so verzweifelt? Wir helfen jemandem beim Umzug? Was denn? Der Kerl hat eine Menge Kram. Arbeit ist Arbeit. Und ein paar Drachmen extra haben noch keinem geschadet. Manchmal verdienen selbst die einfachsten Dinge unsere Aufmerksamkeit. Da brennt jemand. Das hier hat meine Aufmerksamkeit sehr viel mehr verdient. Die Reiter kommen. Das brennende Dorf. Okay. Ja. Naja, ich renne schon. Komm. Können wir das auch löschen? Das wäre natürlich der Hit. Halt, hier müssen wir leider was mitnehmen. Das. Guck, siehst du, ich habe sogar unseren Supersprinter geholt. Und? Wir wollen töten. Was? Befreie die Dorfbewohner. Ja, das machen wir. Um Unschuldige angreifen. Komm. Was machst du denn? Habe ich einen befreit? Ja, einen habe ich befreit. Oh, was ist denn hier los? Mann, die brennen gut, die Jungs. Au. Aua. Mann. Jungs, ich muss euch ja mal ein bisschen zurechtstutzen. So. Stutzi, Stutz gemacht. Und du bist auch gleich weg. So, Freunde. Da hinten. Schnappen wir uns. Wo ist der? Hier. Ich, ja, ich. Ja, bitte. Bitte, gerne. Und dann gibt es noch einen Satz. So. Der ist sonst wohin geflogen. So, jetzt noch den letzten. Hier. Na los. Husch, husch. Elende Malakis. Das war knapp. Ja, das war's. Söldnerin, pass auf! Bei ihrem Lager wird auch Hilfe gebraucht. Perser?
Adlerfrau. Du? Du bist die Adlerfrau? Los! Dem Jäger wird es gefallen, wenn wir ihm deinen Kopf bringen. Du kannst es gern versuchen. Und sie versuchen es. Das ist aber mir egal. Klein auf die Größe kommt's nicht an. Wir machen erstmal kurz einen Entspannungskampf hier. Dann machen wir den und den. Ja, komm, was machst du denn, hä? Und dann geben wir das nochmal zurück. Geht das? Ja. Ich sollte dorthin. So. Au. Na gut, dann geben wir ihm noch einen Satz. Wen haben wir denn da? Pistu, die Heizahnige, stellte eine Miliz zusammen, um Plataya von einem Banditenärgernis zu befreien. Doch sie stellte rasch fest, dass sie schneller und in größerer Zahl töten konnte, wenn sie allein und ungesehen vorging. Naja. Noch ein Söldner, natürlich. 94. Ein Fähigkeitenpunkt. Den schnappen wir uns gleich mal. Und packen den natürlich wieder auf den Krieger. Keine Frage, komm. Hier, Nummer 10, 14,4. Ja, und dann... Ach, weißt du, Junge. Ja, dann musst du mir folgen. Guck, ich gehe jetzt mal ins spartanische Lager. Ich muss natürlich anonym sein, ist klar, keine Frage. Na, dann machen wir hier ein bisschen. Und Umschlag. So, einmal so. Und dann mal kurz... Nein. Den. Wer ist das denn? Kasos, der Überlebende. Okay, oh, wir haben schon... Wir haben schon drei... Nein. Nein, Schlag zu. Ja, nochmal gerettet. Nochmal gerettet. Okay, der ist ganz schön giftig. Aber er brennt auch gut. Ja. Er brennt richtig gut. Hey. Brennt er uns jetzt auch an? Nicht, ne? Nein, niemals macht er das. Okay, dann hier mal den. Ah, das war nix, oder? Oha. Mann, ja, jetzt kommt der nächste weg. Mist. Jetzt kommt der nächste. Der hat uns ein wenig... Ja, nein. Shit. Mist. Ich kann nicht zurückkommen. Sonst sterpsel ich weg. Ich muss mich ein bisschen in Sicherheit bringen. Sind die noch? Okay, sie sind nicht mehr hinter uns. Wo kann ich denn wieder ein bisschen anonymer werden? Hier aber nicht viel, oder? Ja, nur das kleine Stück. Und das andere... Wo kann ich das andere anonym... Ach komm, egal. Wir gehen einfach erstmal und geben das Quest ab. Wenn die uns denn lassen. Ich hoffe, die lassen uns. Und dann lassen wir einfach ein bisschen Zeit verstreichen. Wenn wir hier schon... Ist hier was zu holen?
Ich sehe es nicht. Naja, egal. Ihr von A hier. Und dann hier. Ich bin doch anonym, oder nicht? Schnell, sie sterben! Ich bin nicht anonym? Muss ich jetzt wirklich da... Schnell, sie sterben! Ja, Mist. Die suchen mich noch, deswegen wahrscheinlich, oder? Wie sieht's aus? Okay. Haben die sie jetzt wieder geheilt? Habt ihr euch wieder geheilt, oder? Oder seid ihr immer noch? 96 ist der jetzt schon. Das ist natürlich ordentlich. Mist. So, ihn Einschlag, komm weg. Ja, das trifft sich gut. Das trifft sich sehr gut, dass du hinterhergekommen bist. Ja, das trifft sich gut. Wo bist du? Weg, weg, weg. Ja. Mann, Mann, Mann. Okay. Nichts. Warum gibst du nicht einfach auf? Ja, du bist natürlich schon ganz schön stark. Du bist schon richtig stark. Lachesis, aha. Na, zeig mal her. Lachesis war so wild und bösartig, dass es hieß, sie wäre von Löwen großgezogen worden. Sie soll merkwürdige Schlaf- und Essgewohnheiten gehabt haben. Angeblich liebte sie rohes Fleisch und das Blut der getöteten Tiere färbten ihre Lippen rot. Aber wir haben sie bezwungen. Sind wir jetzt anonym genug? Schmiedehammer? Und der andere Typ hier? Antike Königsstiefel. Okay, jetzt müsste es aber gehen. Komm, bitte. Ja. Ich wusste, du kommst. Du Spartiaten schlachten hier alle ab. Wir müssen sie aufhalten. Ja, ich bin ja schon dabei. Guck, ich habe auch ganz schön geschlachtet. Adlerfrau. Nenn mich Cassandra. Ich heiße Natakas. Ja, was ist denn mit den Persern? Sie nannten mich Adlerfrau. Woher kennen die mich? Ich weiß nicht, aber sie suchen auf jeden Fall nach etwas. Der Perser erwähnt einen Jäger. Der Jäger? Den Namen sollte ich wohl kennen. Wenn er hier ist, sind wir erledigt. Ich kümmere mich um diese Leute. Der Elitekämpfer des Ordens kam hier durch und mit ihm der Tod. Er hinterließ Spuren. Ich werde ihm folgen. Hab Dank, Cassandra. Wofür? Dass du geholfen hast, als niemand anderes es tat. Das machen wir gerne. Spüre den Elitekämpfer des Ordens auf. Dann spüre Schatten einer Legende. Okay, wir gucken mal. Sie haben alle umgebracht. Ja. Das haben sie nicht verdient. Die Leichen reichen bis zum Fluss. Bis zum Fluss also. Hier ist der Fluss, ja. Tote Spartiaten. Und weitere flussaufwärts. Ich muss herausfinden, wer das war. Dann schauen wir mal ein bisschen Fluss... Perser, wer ich bin? Ja. Wir gucken mal ein bisschen flussaufwärts. Die Perser. Hallo? Saubere Arbeit. Die Perser wurden eiskalt überrascht. Ach so. Ist da vielleicht unser toller Bruder involviert? Das klingt fast danach. Wachen. Das muss der richtige Weg sein. Die Elitewache.
Da war jemand vor mir hier, der genau wusste, was er tut. Wer bist du? Wer ist das denn? Schatten einer Legende. Das kennt er fast. Diese Klinge. Ja. Boah, der ist gut. Der ist echt gut. Nicht schlecht. Oh, der ist richtig gut. Ja, der ist echt gut. Oh, jetzt teilt er sich wieder. Mist. Ah, ich muss wieder wenig warten. Und jetzt. Jetzt. Oh, der hat die Attacke gekontert.